Hi, ich bin die Emma. Ich bin jetzt ca. 17 Jahre bei der EDAG, unterschiedliche Positionen und mittlerweile kümmere ich mich um das Thema Business Development im Bereich Smart Factory, Industrie 4.0. Speziell im Bereich Industrie 4.0 Smart Factory geht es eben darum, dass man Fabriken automatisiert mithilfe von IT. Und in diesem Bereich berate ich unsere Kunden, entwickle mit denen Lösungen, wie sie letztendlich ihre Fabrik besser betreiben können, Durchsätze steigern können, Ausfälle vermindern können. Dadurch, dass das EDAG ein internationales Unternehmen ist, gibt es natürlich auch Projekte überall auf der Welt. Ich hatte dann in ganz Europa verschiedene kleine Projekte gehabt, im Zuge von Forschungsprojekten und auch Kundenprojekten über England, in der Slowakei, in Spanien, in Portugal, in Schweden ganz besonders. Da war ich fast über 3 Jahre. Hat mir auch total viel Spaß gemacht, da die Mentalität kennenzulernen. Technologie hat mich eigentlich schon immer begeistert, schon als kleines Kind. Ich habe zu Hause auch ein kleines Smart Home, da funktioniert alles automatisiert. Das heißt, wenn ich in verschiedene Räume reingehe, geht automatisch Licht an, es wird abgedunkelt, wenn der Fernseher gestartet wird. Die Temperatur regelt sich automatisiert und wenn man das Haus verlässt, gehen eben alle Energieverbräuche nach unten. Diese ganze Technik-Spaß, das begeistert mich und das versuche ich auch dann eben bei meinen Kunden zu etablieren. Wenn ich jetzt bei EDAG anfange, habe ich die Möglichkeit, mir natürlich unterschiedliche Kulturen dadurch anzuschauen, viel zu lernen, viel mitzunehmen und diese Erfahrung letztendlich wieder nach Hause zu transportieren und daran zu wachsen.